Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Der neundimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Die wichtigste Frage, übersetzt von Altana. Seid gegrüßt. Wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen Kontakt aufzunehmen. Früher oder später werdet ihr feststellen, dass es nur eine einzige Frage gibt, die es jemals wert ist, gestellt zu werden. Diese Frage lautet: Wie kann ich die Liebe sein, von der ich weiß, dass ich sie in diesem Moment wirklich bin? Wenn ihr eine andere Frage stellt als diese, dann dient sie einem Zweck des Egos und sie stammt aus dem Verstand. Wie könnt ihr am besten im Leben erscheinen, wenn die Liebe, die ihr wahrhaftig seid, euch in Übereinstimmung mit eurer Absicht bringt, euch überhaupt zu inkarnieren? Die Möglichkeit, sich selbst zu erkennen, wie man wirklich ist, während man diese Illusion der Trennung aufrechterhält und einen physischen Körper hat. Darum geht es. Es gibt nichts Befriedigenderes. Es gibt nichts mehr zu tun. Und wenn ihr eurem Herzen folgt und der Führung folgt, die ihr von eurem Herzen erhaltet, wird euch immer die Antwort auf diese Frage gezeigt werden. Manchmal werdet ihr euren Verstand völlig umgehen, um zu dem Schluss zu kommen, der die wichtigste Frage beantwortet, die ihr euch jemals stellen könntet. Wenn ihr also die Dinge im Kopf habt, wie könnt ihr dann wissen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid? Ihr wisst, wie ihr euch fühlt. Ihr wisst es, weil euer ganzer Körper euch sagt, ob es für euch am besten geeignet ist, euch in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Wenn ihr alle anderen Fragen, die ihr euch selbst gestellt habt, loslasst, ist das ziemlich befreiend. Es ist so viel leichter und einfacher für euch, einfach nur auf die Liebe zu schauen, um die Antwort zu sein. Egal in welcher Situation, es gibt eine liebevolle Antwort, auch wenn diese liebevolle Antwort bedeutet, euch die Liebe zu zeigen, die ihr seid, und euch selbst diese Liebe zu schenken. Ihr werdet immer wissen, was ihr tun sollt, wenn ihr diese Frage stellt und wenn ihr mit eurem Herzen nach der Antwort sucht. Das Nachdenken geschieht nur im Kopf. Wenn ihr also mit eurem Bauch geht und eurem Herzen folgt, gebt ihr eurem Verstand eine dringend benötigte Ruhepause und erlaubt euch selbst, diesen ultimativen Zweck zu erfüllen. Ihr seid Wesen der Quellenenergie, und die Liebe ist das, woraus ihr besteht. Wenn ihr mit dieser Wahrheit und dem Wissen um die Liebe, die ihr seid, übereinstimmt, reiht sich alles andere um euch herum an, um euch in euren liebevollen Bemühungen zu unterstützen. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.